Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tschernobyl Light. Und ja, wir müssen schlafen gehen erstmal. Ich habe vergessen, in der letzten Folge schlafen zu gehen. Wir haben das Lager gebaut. Ein paar mechanische... Pflanzen oder ein Radio? Wir müssen den Komfort wirklich erhöhen. Ich habe keine Zeit dafür. Ja. Ich denke mal schon. Das kriegen wir bestimmt hin. Nicht jetzt. Da müssen wir erst ein bisschen was sammeln. Ich gehe erstmal in mein Zimmer und würde sagen, wir legen uns jetzt erstmal schlafen. Und wir beenden den Tag. Und schlafen eine Runde. Und dann gucken wir mal, das war in der nächsten Folge. Nee, nicht in der nächsten Folge. Ich bin schon weiter. Ich habe gerade erst angefangen. Mein Gott, moin. Am nächsten Tag, meine ich. Das... Was? Wo bin ich denn hier? Da ist einiges noch nicht ganz übersetzt worden. Татьяна! Verwende den Forschungsausschuss, um deine Verfolgung. Die Verschwörung. Das ist Beweise für Tatjanas Vergangenheit und die du gesammelt hast. Wenn du genug Hinweise findest, kannst du Adriana benutzen, um die Wahrheit über Tatjana herauszufinden. Falschschilderung. Es gibt Gerüchte, dass einige meiner Freunde von damals in eine Art Verschwörung verwickelt waren. Ist es wahr? Was war ihr Ziel? Was haben sie mit Tatjana gemacht? Fakten 1 von 4. Hinweise 1 von 7. Okay. Antoli Golubev, KGB-Operativ. Er ist an Tanas Verschwinden beteiligt. Da fliegt er gleich durchs Bild. Ah, deswegen müssen wir untersuchen. Das haben wir gefunden, die Notiz. Das, diese Notiz in der letzten Folge. Ah, mit dem CIA. Alles klar. Also müssen wir oder sollten wir... Also sollten wir quasi, die Sachen überprüfen. Und alles, untersuchen. Verstehe. Das heißt, es ist wichtig, die Orte zu untersuchen. Es ist rücksichtslos, es ist gerissen.
Schauen wir doch mal. So. Den NIR-Server hacken. Alte Dokumente. Oliver entdeckte, dass der NRA eine Spezialeinheit geschickt hatte, um nach alten KGB-Dokumenten zu suchen. Jede Art von Wissen, das den NRA interessiert, wird mich sicherlich auch interessieren. Vielleicht finde ich sogar etwas über Tatjanas Verschwinden. Das würde ich machen. Und ihn würde ich... Oh, seine Psyche ist nicht gut, ne? Ich würde ihn ausruhen lassen einfach mal. Er kann erstmal in der Basis bleiben. Sich ausruhen. Und wir gehen hier hin. Die alten Dokumente. Ja. Es ist ein Rätsel. Тишина, свежий воздух. О, как хвоя пахнет. Ага, отличное место для отдыха с семьей. Моя Маша с ума сойдет от радости, когда увидит рисунки. Ха-ха, ты только посмотри на этого волка. Tag 3. Kopachi. Nachmittag. So. Ach, wie schön. Ist ja ein Traum. Ja, dann lass mal gucken. Wir sind natürlich so ein bisschen auf Ressourcensuche wieder, ne? Stimmt, wir haben ja nur noch 1 und 2. Ne, warte mal. Ich muss das jetzt umändern, ne? Wie mache ich das mal Schnellmenü? Mit C. Auf die 2 hätte ich den gerne, genau. Dann habe ich nämlich hier die 2, die Flinte. Und hier 30 Schuss, genau. 30 Schuss haben wir im Revolver. Und dann würde ich hier peu à peu trotzdem ein paar Ressourcen mitnehmen. So, unsere Aufgabe ist es jetzt, die Dokumente zu sammeln. Und ich muss sagen, alles was jetzt kommt, ist neu. Denn auch das Gebiet, was wir in der letzten Mission hatten, mit den Häusern, das haben wir schon damals gesehen, wo ich das im Stream gespielt habe. Aber alles, was jetzt kommt, soweit habe ich selber nicht gespielt. Also ist alles so ein bisschen neu jetzt. Achso, wir haben übrigens einen Fähigkeitspunkt, ne? Kann ich? Okay. Gesundheit instabil. Wo waren denn hier die Fähigkeitspunkte? Hier. Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Hier fehlt mir noch irgendwelche Leute. Kann ich denn jetzt hier den hier? Wenn du mit kleinen Waffen effektiver umgehen kannst, fügst du den Gegner 25% mehr Schaden zu. Kann ich das irgendwie? Das muss ich wahrscheinlich im Dings machen, ne? Oder? Ich würde behaupten, dass ich das...
Oha. Ich würde behaupten, dass ich das... boah, sieht das geil aus. Dass ich das wahrscheinlich in unserer Base machen muss. Was ist das denn hier? Ein Teil vom Bus, glaube ich. Hast du gute Augen? Gute Augen, die haben. Da waren auf jeden Fall zwei Soldatos. Da oben stehen sie. Da oben steht einer. Warte mal. Waren das zwei oder einer? Das sind zwei, ne? Ernsthaft? Wo ist der? Alter, wie gut die zielen. Lecko funny, Bruder. Da muss immer los. Wo ist der? Mist. Ist nicht gut gelaufen. Wo ist der hin? Der ist doch nicht tot, oder? Doch, den habe ich erwischt. Oh, der ist im radioaktiven Wasser. Oh, ich werde verstrahlt. Habe ich was gegen die Radioaktivität? Mist, wie kann ich denn nochmal... Ach, da brauche ich ein Lagerfeuer für, ne? Für diese Kräuter herstellen. Okay, verdammt, nicht gut. Ich sollte hier echt aufpassen. So, ja, zu dem kommen wir ja leider nicht. Da will ich jetzt ungern in das Wasser laufen. Ich glaube, der ist... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der ist runtergefallen. Würde ich behaupten. Und die Macher hier von Chernobyl Light tatsächlich haben auch Get Even gemacht. Get Even, ein großartiges Spiel. Ich denke, ich werfe mal gerade ein paar Informationchen rein über das Spiel, damit ihr so ein bisschen auf dem Stand seid. Also Get Even, ein großartiger Psycho-Thriller. Shooter, Psycho-Thriller-Horror, Schrägstrich-Horror. Und die Jungs waren tatsächlich in Real Life in Chernobyl. Und das merkt man dem Spiel auch an, wie detailliert das ist. Und die haben auch eine virtuelle VR-Tour, also für eine VR-Brille auf der PlayStation zumal. Ich weiß nicht, ob es auf dem PC das auch gibt, aber auf der PlayStation habe ich auch gespielt eine virtuelle Tour durch, ja, durch Pripyat, durch Chernobyl, durch den Reaktor und so. Kann man dann so in 360 Grad mit der VR-Brille sich so umgucken. Also richtig cool. Mega. Oh. Da gehen wir doch gleich mal rein. Da würde ich sagen, da gehen wir doch mal rein. Und... Hallo? Und ich muss sagen, man merkt, wie gesagt, man merkt den Leuten an oder beziehungsweise den Entwicklern an, dass die wirklich sich da richtig für ins Zeug setzen und sich Mühe geben, eine geile Spielerfahrung zu machen, was das Thema angeht. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was das neue... Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was das neue Chernobyl angeht, das neue Chernobyl, was das neue Stalker angeht, weil das, was man jetzt gesehen hat, es gab so ein paar kleine Mini-Trailer von den Charakteren, also von den Charaktermodellen. Und holy shit, sieht das gut aus. Hinter mir ist auch einer. Hinter mir und vor mir gilt nicht. Lass mich. Wo ist der? Ich sehe ihn, ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Es ist so gefährlich hier. Wo ist der? Da. Da läuft einer. Aber wo ist der andere, der hier war? Der hinter mir war.
Nein. Uah! Mist, ich habe nichts gegen die Radioaktivität, ne? Verdammt. Das wird nicht einfach. Ich muss schleichen. Man kann aber halt nicht so viel durch die Büsche schleichen. Das ist so das große Problem. Da man ja dann radioaktiv verstrahlt wird. Deswegen muss man sich das schon gut überlegen, wie man, wo man lang geht. Und die bewachen anscheinend hier irgendwelche Dokumente. Und wenn die ja nicht so wichtig sein sollten oder könnten oder... oder wichtig sind, dann wären die auch nicht hier, ne? Ist das ein schönes? Das nehmen wir doch mit. Na, hallo. Aber wir können... können wir denn so ein Lagerfeuer einfach bauen? Handwerkzeug, Waffenupgrades. Fallen, Minen, automatische Waffen und Gegner abschießen. Da. Richtigen Ort platziert. Warte mal, hier? Ah, hier. Oder? Ah, nee. Raum und Zeitverteiler? Nutze die Kraft von Shadow Belight, um Strahlungsteilchen zu stoppen. Verlangsamt das Strahlungswachstum in der Zone. Okay, aber kein Lagerfeuer, ne? Doch, hier. Ofen. Hat keiner gehört, ne? Mach mal eben. Entspannende Wirkung auf diejenigen, die an... das ist es nicht. Ah, hier, das ist es. Okay. Herstellen mit F. Können wir eh nur einen von herstellen? Würde ich gleich mal direkt nehmen. Auf der 3 liegt das, ne? Ja, Strahlung weg. Und dann würde ich gleichzeitig mit der 6 mal eben ein Medipack nehmen. Unten links. Heilung wieder voll. Nice, sehr schön. Wir lassen den Ofen hier. Finde ich ganz cool, muss ich sagen. Ich scanne nochmal die Umgebung. Sehr spannend, wie ich finde. Ich traue mich jetzt nicht so weit voran, weil die sind echt schwer zu sehen, muss ich sagen. Also, ich habe da echt so meine Probleme. Weiß nicht, wie es für euch ist zum Zuschauen, aber ich habe echt so meine Probleme, die Soldaten zu orten. Boah, sind immer Fragezeichen, ne? Und wir müssen dahin, in 23 Metern. Da ist ein junger Mann. Kann ich einfach durch? Спокойно, Андрей, спокойно. Scheiße, это старые документы. Мало ли что могло случиться. 30 лет прошло, знаешь ли. Гляди-ка, что я нашел. Адресовано Станиславу Кузнецову. Продолжение предыдущего отчета готовы перейти к следующей фазе. Документы, заметки, отчеты об объектах 125. 135 должны быть немедленно переданы на безопасное хранение в бункер 007, санатория Изумруд. Отчет датирован 86-м годом, октябрь. Они перенесли все важное в бункер. Что ж, продолжай искать, я постою на страже. Wo geht er hin? Oh, der kommt hier hin, ne? Ernsthaft? Einer ist drin, würde ich jetzt behaupten. Und einer bleibt jetzt hier stehen, oder was? Oh, fuck. Ich versuche mich mal rückwärts von dem Baum wegzuschleichen. Er steht da. Die Frage ist, der drin, wie guckt der? Das ist so... Verdammt, Mann, nein. Seh mich bitte nicht, seh mich bitte nicht. Wir brauchen unbedingt diese Tschernobyl, dieses Light, diese Fackel. Unbedingt. Damit wir hier sowas mal entzünden können. Ich geh jetzt erstmal hier gucken.
was wir hier haben. Hier sind wir nämlich noch Fragezeichen. Das ist aber, glaube ich, da drüben irgendwo. Wir müssen hier alles untersuchen. Wir haben ja festgestellt, in diesem Gebäude, wo wir waren, wo wir eigentlich gar nichts gebraucht haben in der letzten Folge, haben wir ja diese Dokumente vom KGB gefunden, die uns ja quasi vorantreiben mit der Story, was mit Tatjana ist. Vielleicht haben die damit was zu tun, mit dem Verschwinden unserer Frau. Na, guck mal einer an, wer hätte das gedacht? Na dann hinein! Ja, es wird immer besser. Ah, wie cool. Gut, dass wir noch Dietrich... Wir müssen unbedingt neue Dietrich erstellen, ne? Wir haben, glaube ich, nicht mehr so viele. Und wieder ein Revolver. Juhu! Eine Ausrüstungsstation. Revolver. Basteln? Magazine. Eine Schusswaffe, eingebauter oder dran... Austauschbare angebrachte Behälter für mehr Patronen. Ein Mechanismus für die Schussfolge einer AK-Waffe. Lauf. Visier. Mist, wir haben keine elektronischen Teile. Oh, das ist ja geil. Scharfschützenvisier. Nehme ich. Aber sowas von... Habe ich dir... Hallo, meine Freunde! Ich komme! Ach, das wird ja einfach jetzt. Das hat sich ja jetzt schon mal gelohnt. Damit snacke ich die direkt weg. Wenn ich jetzt noch einen Schalldämpfer hätte... Ich weiß nicht, ob der zu uns gehört. Ich würde behaupten, das ist ein Händler. Jo. Hallo. Hallo, Vengaboy. Ich entschuldige mich. Fragen Sie nach dem Safe. Ich frage mich, was im Safe sich befindet. Fragen Sie, wer die Informationsquelle ist. Wer hat dir über den Safe erzählt? Einheimische? Menschen im roten Wald leben. Sie haben mir erzählt, dass einige Schmuggler diesen Ort schon vor langer Zeit benutzt haben. Sie hatten ihre Vorräte hier draußen. Ah, ich sehe Schmuggler. Was schmuggelten sie? Etwas, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen, denke ich. Alkohol, Drogen, Waffen. Wenn sie die Grundbedürfnisse sind, steckst du tief in Schwierigkeiten. Ich frage mich, was im Safe sich befindet. Was ist denn also drin? Ich weiß es nicht. Sie sagt es mir nicht. Ich denke, etwas, das es wert ist, im Safe aufbewahrt zu werden, oder? Hm, guter Ansatz. Jesus, ich sollte eine Brechstange mitbringen oder ein Stück Dynamit. Ja, Dynamit würde den Trick machen. Also... fragen nach seinen Absichten? Warum sagst du mir das alles? Ich muss ihn abschrecken. Die Geschichte eines tödlichen Virus. Du bist ein glücklicher Bastard. Du hast den Safe nicht geknackt. Oh, warum denn?
Denn dies ist ein gestohlener Tresor der Kryvyi Medical Laboratory. Im Inneren befindet sich kontaminierte Proben. Und Fläschchen mit Viren, Pocken, Ebola, alle Arten von Coronaviren nennen sich. Bist du sicher, Jesus Christus? Ja, ich habe früher mit dem KML gearbeitet, daher weiß ich es, sicher. Ebola, Pocken, böses Zeug. Waren wir nicht gegen Pocken geimpft? In der Kindheit? Nein, warst du nicht. Jetzt solltest du besser gehen. Ich muss KML anrufen, damit die den Bereich sichern können. Du solltest besser nicht hier sein, wenn sie ankommen. Denn es sei denn, du möchtest in Quarantäne gelangen. Ob ihr uns glaubt? Ja, danke für die Warnung. Ich sollte besser gehen. Ja, verschwinde. Hau ab. Haut jetzt ab oder nicht? Völlig fest, Dietrich geht nicht. Verdammt. Aber haut er jetzt ab oder haut er nicht ab? Verdammt. Bleichgläubiger Mensch. So. Haben wir ihn irgendeinen Schuss erzählt und der glaubt uns das auch noch. So, von wo kamen wir denn? Von hier, ne? Okay. Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, ob er immer noch da ist. Und dann gehen wir erstmal hier wieder raus und gucken uns weiter um. Hier bei Chernobyl Light. Dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt Chernobyl Light, in einer weiteren Folge. Und ich würde mich freuen. Also, macht's gut. Tschüss.